Der Start ist freigegeben und Rockfelsen verbindet sich in den ersten Rennen dieses Jahr in der RM. Wir haben uns im letzten Jahr gesehen und haben die Verabschiedung der E-Fonds. Hinter ihm, da kämpft mit der 11, der Louis Laurent weg und die 15, dann ist der Nils Meyer um diese zweite Position. Ganz schon eine größere Lücke. Übrigens vom Folgerfeld. Der Robin Felsen, der versucht sich jetzt abzusetzen, der Gladbacher. Dritter und fünfter war er im letzten Jahr hier in Wiesbaden beim Rennen des RMC geworden. Kommt jetzt als erster aus der ersten Runde zurück. Der hat doch alles abgehört. Der Start ist freigegeben. Und wer entscheidet sich für die erste Position? Das ist der Superliga. Der die erste Runde einziehen kann. Aber doch das Vor Martin Mahler, die Kunstabwahl, die Kunstabwahl.
Hand auf Platz 4. So kann ich nicht verpassen, sondern ich gehe hier dann mit auf Platz 6. Jetzt sah es gut aus, der Start ist reingewieselt und Messina geht sofort in die Turm. Der Bank hat selbst auf die dritte Position gefahren. Die drei, die haben jetzt schon eine halbe Runde, so ein, zwei Meter für sich und die Verfolger verbracht. Das Verfolgerfeld, das dann angeführt wird, eigentlich durch Ricardo Hammel. Aber Hammel hat jetzt auch schon einen guten Einbremsen auf ihn von seiner Kurve sich absetzen können. Vorne Luis Pilania, der auf Platz 5 unterwegs ist. Vorne also eine vierfache Kurve und der dass er sich einfach sagte, jawohl, ich gehe ins Outdoor und fahre und jetzt am Land. Jetzt kann er erfolgreich ist der Paul Gunther, den 6. ist der Klassement und 58 Punkte hat er nach den beiden Veranstaltungen in Wackersdorf und Ugebrot auf den Sponsor. Aber jetzt ist es ja auch von Nein, Julio Luther Bastian Felsen heran. Der Sieger. Der Sieger ist die Sieger, ein bisschen Tom Kuhnig erwischt hat, der jetzt ausfällt, der jetzt gefallen auf. Thank you.
Der Fahrer sitzt ja da hinten. Offenbar, das geht noch, aber ich denke, das ist die Antwort.
Zeit dann aber ich lasse dann noch mal, weil ich dann die Bock stoppe. Und hier wieder Aber noch muss er 6 Stunden lang durchhalten.
Gegenangriff. Und Robin Felsen startet den Gegenangriff, setzt sich da komplett mal innen rein, neben ihn, setzt sich da innen rein, aber dann ist Maximilian Krumme einfach schneller, weil er die schnellere Auswahl mit uns gegangen ist. Robin Felsen denkt aber schneller unterwegs. Das ist natürlich das Geheimnis dabei. Und dann könnte nur der ein oder andere noch
vorbeiziehen. Und so langsam müssen wir uns auch mit den Überrundungen anfreunden. John Rump geht auf die vierte Position, geht vorbei an Nico Hielmann. Thank you.
Dachplatten oder steht die Pro Master oder weiter geworden. Da Platte ist da. Thomas Schumacher jetzt als Dachplatz für dein Zeit. Auf die Unterzeichen ganz klar, Thomas Schumacher als Dachplatz. Dann kommt er eingebogen auf die Geraden. Thomas Schumacher gewinnt. Und dann geht er nach oben. Hoher Thomas, hier Matthias Maurer. An seinem Geburtstag auf Platz 3. Carsten Arpenbach wird vierter Platz. Hat wieder den Start gezeichnet. Das haben wir im Finale ebenfalls so gesehen. Kann man da ebenfalls so gesehen. Aber dieses Mal ist der Christopher richtig zurückgefallen auf die 4. Position. Und Luca Camali muss trotzdem den schweren Sieg in der ersten Runde. Aber vorne, diese vier, die geben keine Ruhe. Und das gibt natürlich dann auch die Chance, für die anderen wieder näher ranzukommen. Und auch hier unsere Plätzchenbrücken im Augenblick angesagt, sodass wir uns nach jedem Rennen erstmal neu sortieren müssen. Und das heißt, das neu sortieren, dass der Marcel überkommen hat. Dann den Andreas hier vor. Das hat er schon mal gesagt.
Runde. Nochmal Sascha Heider versucht einfach, aber zu retten ist vorne diese Vierergruppe, die noch ganz eng zusammen ist, die jetzt eigentlich hier auf die Idee gerade und dann gewinnt der Luca Kamais. Luca Kamais gewinnt vor Christoph Friedrich. Mach es nur mal für den Mann. Nicht viel, groß muss er sein. Ja. Lasko, Bob und hier der DD2 war hier in Lichtenbach. Bob, der AD Racing Team, Luca Kamali. Hab ich als dem Klaus einen schönen Hinterkopf da. Thank you.